Ja, ich bin Burkhard Steins von der Firma Car Classics in Berlin im Meilenwerk. Bin Oldtimer-Händler und Automobilhistoriker dort vor Ort und kann natürlich zur Geschichte des Autos einen Großteil zu erzählen und kenne natürlich auch Hintergründe und Geschichten über einzelne Fahrzeugtypen. Wir haben hier zum Beispiel einen 190 SL mitgebracht. Das Auto ist von 1961 und ist damals so der Traum eines deutschen Mittelstandlers gewissermaßen. Das war ein Auto, was damals kostete 16.500 Mark und das hat also dann das Vierfache eines VW Standardkäfers sozusagen gekostet, also für den Normalbürger eigentlich unerreichbar. Der 190 SL wird auch als eines der schönsten Cabriolets der 50er Jahre bezeichnet. Das Auto hat wirklich eine harmonische Linienführung und ist so typisch aus der Zeit mit runden Formen gekoppelt. Stammt ja eigentlich mal von einer Ponton-Idee ab. Also das basiert ja auf dem Mercedes 180 rein technisch. Also es war damals die Ponton-Linie ja in und hier schließen sich dann so Formensprachen auch von Italienern an. Beispielsweise ist die damalige Alfa Giulietta im ähnlichen Schnitt gemacht worden. Der 190 SL hat damals den amerikanischen Markt in erster Linie bedient und dafür ist er auch gebaut worden. Der Max Hoffmann, der Importeur für Mercedes in Amerika, hat das initiiert. Ja, und wer so ein Auto in Deutschland fuhr, das waren meistens Schauspieler, Künstler und natürlich, was ganz bekannt war, die Nitribit. Also die Nitribit, die Rosemarie, das war ja eine legendäre Lebedame und die hatte ja als Kundschaft sehr viele Industrielle und jetzt schließen sich ja die irrsten Geschichten um diese Dame und die hatte das von einem ihrer Freier mal geschenkt bekommen, dieses Auto, und fuhr damit also durch die Frankfurter Nächte rum und damit war sie bekannt. Das Auto war rot mit innen schwarz, also nicht diese weiße Farbe, wie es hier ist. Jedenfalls jeder, der heute sich ein 190 SL anguckt, sagt natürlich im ersten Schwank der Begeisterung, ja, das ist doch das Nitribit-Auto. Und tatsächlich ist aber diese Bekanntheit dieses 190 SL aus dieser Zeit rübergerettet worden. Und viele, gerade Deutsche, verbinden eben dieses Fahrzeug mit der Nitribit. Und ich glaube, man weiß heute kaum mehr, wer aus welchem Grunde berühmter geworden ist. Ist die Nitribit nun berühmt geworden durch den 190 SL oder ist der 190 SL in Deutschland bekannt geworden durch Nitribit? Man weiß es nicht. Wir sollten es auch so stehen lassen. Es sind Legenden, die sich um solche Autos ranken. Und ich glaube, von diesen Legenden leben ja auch, lebt die ganze Szene. Und das macht es so erfrischend und eigentlich auch zeitlos.